Ja, herzlich willkommen zurück, Leute. Nesti hier. Wir machen mal heute mit unserem Walkthrough bzw. dem Let's Play weiter. Und zwar, was haben wir in der Zwischenzeit zum letzten Video gemacht? Also wir haben wirklich nicht viel gemacht. Wir haben einfach nur ein bisschen weiter unsere Monster gelevelt. Haben versucht ein bisschen was an den Monas zu sammeln. Was haben wir noch gemacht? Das war es eigentlich schon. Also die Monas sind halt wirklich sehr wichtig, da wir die später brauchen, um bei den Golems weiterzukommen. Und ja, da kann man seine Monster definitiv erstmal gut leveln, in der Hoffnung, zwischendurch auch noch eine Mona abgreifen zu können. Und wir schauen mal, was haben wir hier? Ach ja, wir haben hier noch eine Truhe von dem Bingo bekommen. Das ist immer eine 6-Sterne-Rune, beziehungsweise eine 6-Sterne-Gem. Und ja, der ist schon eigentlich nicht schlecht, den behalten wir definitiv. Und dann schauen wir mal, was wir noch so machen können. Wir haben. Ah, heute ist Heroes Festival. Das heißt, das ist ein Event, das im Moment noch zweimal im Monat ist. Es soll aber bald so sein, dass es eben nur noch einmal im Monat ist. Da kann man, wenn man eben hier mit seiner Echtgeldwährung Puls macht, kann man, wenn man ein natürliches 5-Sterne-Monster beschwört, eben noch ein zusätzliches Ei dazu bekommen, was eben nochmal ein 5-Sterne-Monster garantiert. Sprich, wenn man wirklich pullen möchte, dann sollte man das auch wirklich zu der Zeit machen, da, wie gesagt, ein zweites Net 5 noch dabei ist und eben die Rates von gewissen Monstern erhöht wurde. Plus, man kann am Heroes Festival bestimmte Net 5s nur abgreifen. Wie man jetzt hier zum Beispiel sehen kann, das ist hier Artemis, Onmyoji oder so und Balrona. Die drei kann man eben nur bekommen, wenn man wirklich während des Heroes Festival pullt. Und das werden wir gleich auch mal machen. Als erstes kümmern wir uns mal um den Titan. So, Dark. Ja, Dark ist nicht so fein, aber wir gehen da jetzt einfach mal rein. Gucken mal, was wir so aufstellen können. Wir nehmen jetzt einfach mal irgendwas für die erste Reihe. Und hier auch schon Sepp, den packen wir gleich rein. Der hat doch einen Attack Down, oder? Genau, den packen wir noch mit rein und noch einen davon. Hier packen wir unsere Zappa rein. Den nehmen wir gleich. So, die Zappa sind drin. Zweite Reihe. Links packen wir da irgendwas hin. Attack Down. Kann auch nichts und ein Death Down. Und hier packen wir unsere anderen vier rein und gehen dann einfach mal rein. So. Also wie gesagt, wir werden jetzt hier auch wie beim letzten Mal keinen wirklichen Schaden machen. Wir holen nur quasi unsere eigene Belohnung hier ab. Wichtig ist immer, wie gesagt, dass Zappa und Angreifer auf der rechten Seite sind, da die so eben einen Zug länger durchhalten. Ja, das sieht doch eigentlich schon mal ganz interessant aus. Das ist schön Schaden. Und dann werden wir umgehauen. Death Down haben wir getroffen, leider keinen Attack Down. Da haben wir es jetzt. Halb so wild. Und ja, einer hat sogar, glaube ich, überlebt. Ja. Aber wie gesagt, der fällt jetzt gleich dann halt. Macht keinen wirklichen Unterschied. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen Schaden. Ihr seht, dass wir nicht ansatzweise an den Schaden von so einem Zap-Stack reinkommen, drankommen. Das heißt, am Anfang wirklich, wenn möglich, so viel wie möglich auf die Zaps setzen, bis dann eure Monster so langsam Level 50 erreichen. Ab da macht man dann halt mit den Auto-Attacks schon ein gutes Stück mehr Schaden. Ja, und vorher eben die selbst. So, jetzt holen wir hier eben kurz unsere Punkte ab. War jetzt kein wirklich schlechter Schaden, aber natürlich auch nichts Besonderes. Und ja, hier haben wir noch einen 4-Sterne-Gem, können wir gleich mal nachgucken, was wir da so bekommen haben. Erstmal sammeln wir natürlich hier noch alles ein. Was der Laden so hergibt. Das
Das nehmen wir wie immer mit. Ansonsten hat er nichts zu bieten für uns erstmal. So. Was war der 4-Sterne-Gem? Die 1-Sterne können wir natürlich schon alle wegpacken. Wir haben hier natürlich schon ordentlich was gesammelt, einfach aus dem Grund, weil wir halt viel die Story durchgespielt haben, um eben an manche Monster zu kommen. Ein HP. Erholung brauchen wir an sich gar nicht, den können wir auch wegpacken. Und eben den dicken Conviction Gem hier, der ist wirklich schon sehr gut für den Anfang, also da haben wir Glück gehabt. Als nächstes machen wir doch mal ein paar Puls. Also wie gesagt, wir haben hier schon ordentlich was an Gems gesammelt. Das heißt, wir können auch ruhig den einen oder anderen Pull mal machen. Schauen wir mal, was wir so kriegen. Vielleicht kriegen wir noch eine Mona oder so, um unsere Monster hochzuleveln. Och, direkt ein 4-Sterne-Monster. Eine Yaksha. Und ein Birdie, den können wir nicht so wirklich gebrauchen. Der hat jetzt keine starken Fähigkeiten. Mandragora wieder mal. Brauchen wir auch nicht. Ach, noch ein 5-Sterne-Monster. Was ist denn da los? Ah, 4 Sterne. Eine Kura, die ist sehr, sehr gut. Ist ein sehr starker Healer. Candling können wir gut gebrauchen für unser Feuercandling. Wendigo können wir erstmal nicht viel mit anfangen. Den können wir am Anfang nicht farmen, weil der in den letzten Gebieten ist, wo wir jetzt noch ansatzweise gar nicht hinkommen. Da müssen wir erstmal die ersten beiden Kontinente auf, ich glaube, es müsste extrem sein, abgeschlossen haben, um überhaupt zu den nächsten Kontinenten hinzukommen. Miho, sehr schön, können wir gebrauchen. Was haben wir hier? Kokomaru nehmen wir natürlich auch. Noch ein Mandragora, der kommt weg. Oh, noch ein 4 Sterne. Und noch ein Wildfang. Ja, Water ist jetzt nichts Besonderes. Könnte man in Feuer oder in Wood feeden, damit die halt eine höhere Evolutionsstufe erreichen. Aber wie gesagt, wir spielen hier ohne 4-Sterne-Monster. Einfach aus dem Grund, damit das dann halt auch so einfach wie möglich gehandhabt wird. Und jeder das quasi nachbauen kann, was wir hier machen. Dazu haben wir noch ein Leader Skill Yeti bekommen. Yeti kommen wir im Moment auch noch nicht dran. Das heißt, der interessiert uns auch erstmal nicht. Alles in allem war es ein sehr guter Pull mit 3 4-Sterne-Monstern. Kann man wirklich nicht meckern. Und wir machen einfach mal noch einen. Oh, noch ein 4-Sterne-Monster. Eine Hanna. Immer sehr, sehr gut, da die Woodhanna wirklich sehr, sehr stark ist, könnte man die halt reinfeeden. Blatt brauchen wir nicht mehr, haben wir schon auf Evolutionsstufe 3. Eine Mona wäre mal schön. Noch ein Mandragora, können wir nichts mit anfangen. Beth, ist nicht verkehrt, können wir nehmen. Ein Hunter, ist jetzt auch nicht so stark, können wir auch nicht so viel mit anfangen.
eine Miho, nehmen wir sehr gerne. Shelly nehmen wir auch sehr gerne. Die Wasserversion ist sehr, sehr stark für ein 3-Sterne-Monster. Können wir da reinfeeden. Auch sehr schön. Medusa kann leider nichts. Noch ein Jäger. Können wir nichts mit anfangen. Und noch einer. Sehr schade. Und eben wieder unser Leader. Was kriegen wir da diesmal? Monkiki. Ja, der ist jetzt auch nicht so das Wahre. Ich habe diesmal haben wir leider nur einen bekommen. Kann man nichts machen. Ich glaube, einen machen wir mal noch. Aber wir haben keine Slots mehr. Müssen wir erstmal ein bisschen was loswerden. Ja, wir haben... Und, oh, das habe ich übersehen. Also ruhig immer schön nach jedem immer schön alles einsammeln. An Quests. Jetzt hätten wir für die Folgequests schon gut was bekommen. Und wir haben hier natürlich noch ordentlich was für unser Astrobuch voll gemacht. Das holen wir natürlich auch erstmal alles ab. Könnt ruhig oben immer zwischen den Elementen hin und her wechseln, dann springt er automatisch zu den Monstern, wo es eben die Belohnung gibt. So. Sieht doch gar nicht verkehrt aus. Das noch. Und hier haben wir auch noch 5. Nehmen wir alles mit. Einer fehlt noch, da ist er. So, dann schauen wir mal, was wir hier jetzt machen. Erst einmal, wir haben natürlich ein paar Monas gesammelt. Wir gucken mal, welche von denen gut ist. Davon kann man ruhig mehrere aufheben. Also guckt euch an, was sie für verschiedene Gem-Formen haben. Ich würde generell erst einmal die Vierecke bevorzugen, da die für uns nachher deutlich leichter zu bekommen sind. Das heißt, die werden wir behalten, verriegeln wir. Und die anderen drei gehen jetzt erstmal in die rein. So. Auch auf Stufe 2. Hol natürlich eben noch unsere Belohnung ab. Die können wir uns gleich abholen. Dann können wir noch... Oh, Kenling fehlt uns noch leider einer. Vielleicht kriegen wir da ja gleich einen. Unsere 4-Sterne-Monster, die packen wir jetzt erstmal weg. Also wie gesagt, normalerweise wirklich die 4-Sterne-Monster immer schön aufheben. Aber mir versperren jetzt so den Platz, da ich komplett ohne die spielen möchte. Einfach, wie gesagt, damit jeder das auch nachbauen kann und wir lassen die dann quasi frei. Wenn ihr ganz normal spielt, bloß nicht freilassen. Fast alle davon, die wir hier drin haben, sind wirklich sehr nützlich. Und ja, wir haben jetzt hier ein Ei bekommen. 50.000 Gold. Also die Rewards, die man dadurch kriegt, sind jetzt nicht atemberaubend. Hier haben wir jetzt nochmal Glück gehabt mit 50 Gems. Aber wie gesagt, da besser dann die Monster behalten. Wir machen es eben jetzt nur, damit wir Platz haben und wir so oder so nicht mit denen spielen wollen. Dann schauen wir, was haben wir noch Sinnloses. Die behalten wir, eine Mandragora. Wenn ihr normal spielt, solltet ihr die Monster nicht freilassen, sondern habt ihr hier die Möglichkeit, 5 verschiedene Monster bei dieser Wiedergeburt quasi zu verwenden, um möglicherweise ein 4-Sterne-Monster zu bekommen. Das wären dann jetzt die 6, die man bekommen könnte. Und hier sind eben 2 Light and Dark 4-Sterne-Monster. Beide würden euch deutlich weiterhelfen. Wir machen das jetzt nicht, da wir ja, wie gesagt, auf die 4-Sterne verzichten. Aber bevor ihr die freilasst, lieber da reinpacken.
was haben wir? Mandragora wollen wir nicht. Medusa wollen wir nicht. Den behalten wir. Den Siedler, den können wir nochmal behalten. Einfach für den Titan, damit wir Seps haben. Wendigo können wir erstmal nichts mit anfangen. Versperren uns den Platz. Lat haben wir schon. Hätten wir vielleicht auch behalten können fürs Titan-Team, aber das ist jetzt erstmal halb so wichtig. Birdie weg. Mandragora weg. Noch ein Mandragora. Also Mandragora an sich ist wirklich sehr, sehr schwach. Der einzige von denen, der gut ist, ist Dark. Und ja, da muss man natürlich schon sehr viel Glück haben, dass man den bekommt. Von daher, wir lassen die alle frei. Und sollte man wirklich das Glück haben, da eine Dark-Version von zu bekommen, kann man die immer noch in der Story farmen. Und ja, wie gesagt, wir lassen jetzt erstmal den ganzen Kram hier frei. Den Rest behalten wir. Hier hätten wir noch einen Monkey, aber den behalten wir auch erstmal. Mal schauen, was wir noch so hier haben. Unsinniges müsste aber erstmal so. Ach, hier haben wir noch zwei Hunter. Der hat zwar einen Zap, aber dann eben auf dem aktiven Skill. Das macht dann beim Titan auch nicht so viel Sinn. Und haben wir sogar noch ein Ei bekommen. Die machen wir gleich auch mal auf. Und ja, wir versuchen natürlich nochmal einen Pull zu machen. Wir haben ja noch genug Steine. Am Anfang braucht man nicht so viele Steine. Hauptsache, wir bekommen erstmal bessere Monster. Vielleicht noch ein Kenling oder eine Mona oder so. Eine Siren ist auch okay. Ist auch ein sehr gutes Monster, brauchen wir später auch. Kann man aber auch farmen. Ein Frog, die sind gut. Davon ist die Wood-Version ziemlich gut. Und Feuer ist auch nicht verkehrt. Wendigo hilft uns erstmal nicht. Oh, 4 Sterne. Tiger ist kein so starkes 4-Sterne-Monster. Feuer hat einen guten Death Down. Wood ist, glaube ich, ein Attacker, wo die mit Predator, wo der Schaden erhöht wird oder wo die kritische Chance erhöht wird, müssen wir gleich mal nachgucken. Sind da auf jeden Fall alle nicht so prickelnd. Yeti können wir auch erstmal nichts mit anfangen. Hunter hilft uns auch gar nicht weiter. Auch die Medusa nicht. Also es läuft nicht so gut. Lieber ein Kenling, eine Mona, eine Siren, sowas um den Dreh bräuchten wir eher. Ah, noch eine Medusa. Komm, vielleicht mal jetzt eine Mona. Noch ein Yeti hilft uns auch nicht. Eine Wasser-Shelly wäre auch sehr schön. Und 4 Sterne. Ja, wieder ein Yaksha. Ist gut für Titans, die Feuerversion. Und was kriegen wir noch? Ja, ein Kokomaru mit einem Leader-Skill. Nehmen wir. Ja, machen wir mal noch einen. Haben wir ja noch genug Gems. Spart euch immer ein paar Gems auf, weil wir später einfach die Energie eben immer wieder erfrischen wollen. Shelly, sehr schön. Vielleicht ist noch mal eine Wasserversion davon. Noch ein Hunter. Ah, komm, eine Mona. Da haben wir den Woodfrog, der ist wirklich nicht schlecht. Den behalten wir auf jeden Fall auch. Noch ein Hunter. Die kommen ja wie sonst was. Können wir aber leider nicht gebrauchen. Kenling, damit können wir unseren auf Evolutionsstufe 2 machen. Sehr schön.
ist da. Ja, die Wasserversion hat, glaube ich, ein Sepp. Die können wir für den Titans benutzen. Aber generell mit Abstand die beste von denen ist eben Dark. Und da kommen wir halt jetzt auch nicht dran. Birdie nutzlos. Wendigo hilft uns nicht. Crowhook kann auch nichts. Vier Sterne, schön. Succubus. Feuer-Succubus ist sehr, sehr stark. Also, wenn ihr die zieht, habt ihr echt Glück gehabt. Die hat als passive Fähigkeit quasi eine Art Lebensklau. Ja, also, je mehr Schaden sie selber macht, umso mehr kann sie den Gegner auch klauen. Und wenn ihr dann halt gegen Wood-Gegner kämpft, wo die halt einen elementaren Vorteil hat, schafft sie es meistens, sich komplett voll zu heilen. Und die aktive Fähigkeit ist eben, ich glaube, ein kritischer Treffer basierender Death Down, also ein Defense Down. Und ja, die ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wenn ihr die zieht, auf jeden Fall nutzen. Crowhook hilft uns wirklich gar nicht. Auch wieder nur ein Net 4. Schon ein bisschen traurig. Ich denke mal, einen werden wir gleich noch machen. Schauen wir mal. Die nehmen wir aber als erstes. Also ihr seht, wir kriegen am Anfang sehr, sehr viele Gems. Von daher ist das halb so dramatisch. Net 5 haben wir heute auch noch nicht gekriegt. Auch sehr schade, aber gut. Halb so wild. Würden wir eh nicht benutzen. Den Frog. Mal das. Dann machen wir jetzt, also wir lassen erstmal die hier wieder alle frei. Wie gesagt, normalerweise nicht freilassen, sondern alle, wirklich alle 4-Sterne-Monster aufheben. Irgendwo finden die immer eine Verwendung. Ja, der hat also doch Raubtier, quasi der Predator, wo da einfach sein Schaden erhöht wird und ein Stun. Ist nicht verkehrt, aber auch jetzt nichts Besonderes. Wenn ihr den Tiger macht, würde ich wahrscheinlich empfehlen, die Feuerversion zu nehmen. Ich weiß gar nicht, was kann die Wasserversion. Feuer ist auf jeden Fall nicht so verkehrt. So, haben wir Wasser da. Ein Taunt und ein Death Down ist auch nicht verkehrt, aber am besten vor denen ist meines Erachtens Feuer. Sind aber alle jetzt nicht herausragend. Also das jetzt hier zum Beispiel die Feuer-Succubus deutlich stärker. Wir haben, wo ist unser Crow? Ach, Crow, Kokomaru haben wir zwei, fehlen uns noch ein paar. Mihos haben wir ein paar bekommen. Und wichtig, Kenling. Den leveln wir jetzt erstmal hoch. Ach, okay, der ist bei uns im Arena-Team drin. Den müssen wir da noch eben rausnehmen. Packen wir ein paar rein, die wir eh benutzen. Raus. Was packen wir mal rein? Den, den, den. Ne, die packen wir hinten rein. Packen wir noch ein Camling rein. Machen wir da. Und dann die Mona einfach als verstecktes Monster. Das letzte ist immer das Verborgene. Der Gegner sieht immer, wenn er euch direkt angreift, vier Monster. Und das Verborgene kommt dann eben in den Kampf rein, wenn ein Monster von euch stirbt. Ist erstmal nicht so wichtig, da wir wahrscheinlich eh deutlich schwächer sind als unsere Gegner. Und hier jetzt leveln wir den.
auch die zweite Stufe. Ja, unsere Kerze ist eben zu einer größeren Kerze mit Armen und Beinen geworden. Dann schauen wir mal, was wir hier noch freilassen können. Die brauchen wir nicht. Die auch nicht. Den behalten wir, den auch, den auch. Der Wendigo kommt weg. Der auch. Der Birdie auch. Die Siren behalten wir. Hunter weg. Der Hunter auch weg. Die Yeti ist an sich schon sehr, sehr gut. Kann man auf jeden Fall aufheben. Ich glaube, ich mache das auch mal. Den behalten wir mal durch den Zap. Brauchen wir, brauchen wir, brauchen wir. Der Crowhook kommt weg. Da haben wir noch einen Hunter, der kommt weg. Die behalten wir mal. Vielleicht können wir die andere auf Stufe 2 machen. Und den Rest behalten wir jetzt erst einmal und schauen mal, einen machen wir noch. Da wir ja noch genug Steine übrig haben. Vielleicht haben wir mal Glück, kriegen wir einen Net 5, man weiß es ja nicht. Wendigo hilft uns leider gar nicht. Oh. Eine Siren nehmen wir. Da haben wir doch schon mal eine Mona. Minicat ist nichts Besonderes, brauchen wir eigentlich nicht. Die Wood-Version ist nicht so schlecht, die hat einen Attack-Up. Kann man später für Titans benutzen, haben wir jetzt aber erstmal jetzt nicht so viel mit zu tun. Yuki ist nicht verkehrt, hat einen doppelten Attack-Down, also Death-Down auf dem Passiv- und auf dem aktiven Skill. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt, Yuki. Noch eine Miho, nehmen wir sehr gerne. Noch eine Mona. Ein Frog nehmen wir auch. Oh. Oh, da haben wir Net 5. Und was kriegen wir da? Ein Water Shinobi. Sehr gut für die Story, sehr gut. Dem könnte da so gut wie durchrennen. Der hat ähnliche Fähigkeiten wie die Succubus. Also wenn er Schaden austeilt, heilt er sich eben. Das macht er mit beiden Fähigkeiten. Also er heilt sich halt mit beiden Fähigkeiten, wenn er Schaden verursacht. Für den Anfang sehr, sehr gut, wenn ihr den zieht. Schätzt euch glücklich, der wird euch in der Story und so weiter sehr, sehr weiterhelfen. Mandragora. Noch ein Seastar, der hilft uns auch nicht. Und eine Mona, komm, Variant Mona. Ah, ein Frog, schade. Ja, also bei dem Pull kann man sich natürlich nicht beschweren. Wir bekommen natürlich jetzt auch noch unser Ei. Das können wir vielleicht auch noch mal eben aufmachen, auch wenn wir das nicht benutzen. So, wo haben wir's? Da. Die Kosten sind auf jeden Fall sehr, sehr hoch von dem Teil. Wo haben wir's? Hier. 300.000. Wir haben natürlich jetzt schon ein bisschen mehr Knete zusammengesammelt, weil wir vieles freigelassen haben, was ihr nicht gemacht habt. Nicht machen solltet. Und schauen wir mal, was kriegen wir da so. Oh. Ja, also ein Variant Odin. Der Variant Skill vom Odin ist so ziemlich der stärkste, den es gibt in der Arena. Auf dem Main spiele ich jetzt ungefähr ein Jahr. Hab noch nicht einen einzigen Variant. Hier haben wir es eben direkt am Anfang bekommen, was an sich schon sehr, sehr traurig ist.
Ja, solltet ihr den bekommen, kann ich nur sagen, Hut ab. Da habt ihr dann schon den stärksten Leader-Skill für die Arena einfach gezogen. Und ja, ich weiß natürlich jetzt nicht, was ich so wirklich davon halten soll, dass ich das auf dem Smurf quasi, das zweite Monster, was ich ziehe, gerade angefangen. Ja, schon, ich weiß nicht so wirklich. Eher schon eine traurige Sache, wenn man überlegt, dass ich knapp 60 5-Sterne-Monster jetzt auf dem Main habe. Ja. Sehr geil. Aua, aua, aua. Ja, auf jeden Fall, wir haben jetzt einen Variant Odin und dann schauen wir mal, was wir noch so machen. Ach. Erstmal sammeln wir jetzt hier alles ein, was wir so bekommen haben. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum man keinen Smurf machen sollte. Am Ende ärgert man sich einfach nur darüber. Also wie gesagt, sollte euch das gleiche passieren, könnt ihr euch auf jeden Fall wirklich richtig glücklich schätzen. Mir ist es auf meinem Main leider bisher noch nicht passiert. Womit ich wahrscheinlich Rekordhalter in dem ganzen Spiel bin, mit knapp 60 Net 5s. Noch keinen Leader-Skill bekommen zu haben. So, jetzt haben wir das eingesammelt. Wir haben noch Eier, die benutzen wir gleich aber erst. Was packen wir denn hier mal weg? Die Minicat. Ja. Könnte man aufheben, machen wir auch einfach mal. Der kann aber definitiv weg. Den behalten wir, den behalten wir. Der kommt weg. Der Wendigo kommt weg. Wollen wir auch gar nicht erst haben, kommt auch weg. Die Yuki brauchen wir jetzt natürlich nicht. Wie gesagt, schön behalten. Haben wir auch nur eine Frucht für bekommen, sind wir selber schuld. Und ein paar Eier haben wir noch. Die benutzen wir doch jetzt erstmal. Die habe ich jetzt größtenteils durch ein laufendes Event bekommen, wo man halt Energie ausgeben muss. Beziehungsweise diese stündlichen Sachen auf dem Schiff einsammeln muss. Hunter hilft uns nicht. Monkiki, ja, ist auch nicht das Wahre. Eine Mona oder so wäre noch schön, damit wir davon weniger sammeln müssen. Noch ein Monkey. Da haben wir doch eine Mona, sehr schön. Noch eine Mona. So gefällt mir das. Kommt noch eine. Schade. Crowhook können wir nichts mit anfangen. Und 4 Sterne. Kura wäre wieder eine sehr gute Variante. Diese Kura hat ein Schild. Wirklich sehr, sehr gut. Ist im Moment eines der besten Healer für den Titan. Für den Wood Titan, also an sich immer behalten. Wir werden die gleich freilassen. Noch eine Mona, komm. War nicht Mandragora. Miho. Gerade ist das auch einer vom letzten Kontinent. Können wir gar nichts mit anfangen. Das dauert noch, bis wir da hinkommen. Und Mona? Ah, noch ein Crowhook. Hier haben wir auch noch eine Mona. Die können wir auch mal eben beschwören. Sieht alles ein bisschen anders aus.
Dann schauen wir mal, was haben wir denn hier so? 30 Gems. Hier nochmal 20. Hier nochmal 10. Hier nochmal 10. Und hier nochmal 10. Dann werden wir jetzt genau, wir können noch hier den Boss von den Meeresgrundhöhlen besiegen. Das machen wir jetzt auch erstmal. Meeresgrundhöhle nochmal. Gegen die gute Dame. Schildbreak und stellt HP her, nichts Besonderes. Die werden wir ganz schön umhauen. Den lassen wir mal außen vor. Und nehmen den Kokomaru. Ja. Da wir jetzt deutlich hochgelevelt haben und so weiter, werden wir jetzt keine Probleme haben. Selbst wenn hier Woodmonster sind, wie hier mit keinem einzigen Feuermonster drin sind, die machen wirklich keinen Schaden mehr. Schauen wir mal, wie es beim Boss aussieht, aber den sollten wir auch sehr, sehr schnell rumkriegen. Müsste, was war es? Water. Zwei Pflanzenmonster, ja, da kommen wir auch ganz schnell durch. Angespuckt. Ein paar Fische, auch gar kein Problem, die nehmen wir auch noch schnell mit. So, hier machen wir kurz manuell. Noch den Stun getroffen, sehr schön. Nur ein Gegner da, dann können wir Auto-Fight machen, ohne dass der Skill aktiviert wird. Und dann sind wir jetzt auch schon beim Boss. Wir kümmern uns direkt um ihn. Wir starten mit einem Attack-Down, Death-Down. Sehr fein. Und dann brauchen wir uns nur noch zurücklehnen und ihn platt machen. Hat aber gut viel Leben, die Dame. Ah, fast. So. Ist die auch tot? Und wir haben unsere Quest geschafft. Haben wir ein Skillbook bekommen, sollte euch am Anfang erstmal noch nicht so interessieren. Die werden dann später dafür verwendet, dass man eben die Skills von gewissen Monstern, die eben schon dieses Upgrade mit den Büchern haben, verbessert werden. Entweder wird die Stärke erhöht, beziehungsweise der Schaden erhöht. Die Chance, dass eben ein Debuff trifft, wird erhöht, ist aber sehr, sehr teuer. Von daher brauchen wir das am Anfang erstmal gar nicht. Zumal die guten Fähigkeiten kommen auch erst später. Und wir kümmern uns jetzt hier erstmal um die Quest, die wir noch offen haben. Fütteren Astromon 10 mal mit einer Frucht. Das machen wir jetzt auch direkt. Okay, den lassen wir erstmal noch frei. Wir haben auch keinen Platz mehr. Das ist nicht schön. Oh, 100 Gems. Schön. Den lassen wir erstmal. Was haben wir denn noch so? Ein paar Monas. Drei Stück. Wollen wir davon eine abgeben? Die ist nicht so prickelnd. Die wollen wir aber unbedingt behalten. Okay, das heißt, da haben wir erstmal nichts. Hier werden wir jetzt drei von den Mihos zusammenpacken. Die lassen wir erstmal frei.
Wir werden jetzt eine Watermiho nehmen, einfach aus dem Grund, damit wir die Gems für die bekommen. Packen da jetzt, ja okay, müssen wir halt die auch mitnehmen, ist halb so wild. So und so. Wir haben jetzt die Water genommen, eben aus dem Grund, dass wir hier im Buch noch die zweite Version von ihr bekommen, weil wir die eh wegfeeden werden. Haben wir hier nochmal so 20 extra Gems bekommen. Und packen die dann eben in die Wut rein. Wo haben wir sie? Da. Können wir dann halt noch nicht komplett entwickeln. Aber man sieht, sie kriegt halt trotzdem schon mehr Stats. Dann, was haben wir noch? Hier haben wir noch einen unnutzen Hunter. Der kommt weg. Und hier haben wir noch Crowhooks. Die wollen wir nicht. Da haben wir auch noch einen. Radis können wir auch leider nichts mit anfangen. Und den Rest behalten wir erstmal. Ja, wie viele von denen haben wir? Nicht genug. Kann man auch im ersten Kontinent farmen. Sollte man, wenn man, ja, es ist kein Muss. Ist jetzt nicht so stark das Monster, aber es ist definitiv auch nicht schlecht für den Anfang. Was haben wir hier? Noch die 10 Gems. Wir machen mit unserer Mission weiter. Füttere 10 Früchte. Können wir hier irgendwas noch upgraden? Die Miho. Irgendwann kann man die auch benutzen. Wir machen die einfach mal eine Stufe höher, wenn wir nichts Besseres haben. Schade, haben leider keine Woodsteine. Water haben wir auch leider nichts, weil heute eben der Feuertag ist. Und wir nehmen erstmal die. Ihr seht, kostet schon gut was, aber halb so wild. Haben wir das auch. Nehmen wir noch schnell unsere Gems mit, oh, beziehungsweise Früchte. Und geben ihr dann eben die Früchte. Heute ist der Feuertag. Sind sie umsonst, nehmen wir auch sehr gerne und holen unsere Belohnung ab. So, das war's dann jetzt erst einmal. Und ja, wir werden jetzt erst einmal weiterhin Monas suchen. Ja, in der Hoffnung vielleicht auch noch zwischendurch nochmal eine Miho zu bekommen. Monas bekommt ihr... dort, in der Pagos-Küste, da ist er, eben mit der Chance auch auf die Miho, das heißt, da ist es erstmal nicht verkehrt, überhaupt zu farmen. Wenn man den einen oder anderen hier kriegt, sehr schön, ansonsten halb so wild. Zwischendurch immer wieder mal ein paar Steine sammeln. Die Sternsteine, beziehungsweise die Starstones, die könnt ihr halt jeden Tag farmen. Die Elementaren eben nicht, ihr seht hier Dienstag. Und da solltet ihr dann vielleicht auch ein bisschen was an Vorrat schaffen, sodass ihr ein, zwei Monster immer hochleveln könnt. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen weitermachen mit den Monas und vielleicht auch ein bisschen was in der Story weitermachen. Mal schauen. Und man sieht sich dann zum nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, lasst krachen, Leute. Tschüss.